sehr spannend aus. Was ist denn das Besondere an diesem Nuckelkrug? Ja, das Besondere ist, dass ich eben halt hier aus zwei Produkten praktisch eins gemacht habe. Ja? Mhm. Also die Babyflasche, die ist ja schon sehr bekannt, halt auch durch große Firmen wie Nuck und Mamm. Und den Bierkrug, den kennt man ja auch vom Oktoberfest oder eben halt aus Bayern. Und wir haben ja gesagt, das Kind soll die Möglichkeit haben, eben halt mit Mama und Papa anzustoßen. Ja? Also auch mitzumachen. Mitzumachen, ja. Schön. Also so kam ja auch die Idee im Biergarten. War halt mit Freunden und die Kinder wollten mit anstoßen und die hatten aber keinen Nuckelkrug. Und dann kam mir auf einmal, ding, kam mir diese tolle Idee. Ja, super. Und wo produzieren Sie? Ich produziere hier in Bayern. Und gibt es noch weitere Produkte außer des Nuckelkrugs, die Sie anbieten? Ja, wir haben das Sortiment dann einfach natürlich dann rund um den Nuckelkrug dann ein wenig erweitert. Also es gibt dann natürlich auch noch den Schnuller Ortzapftis. Und das ist auch alles immer in einer ganz netten Verpackung. Also hier einfach so himmelblau mit Wölkchen. Ich brauche eigentlich nur ein Schleifchen drum machen und schon habe ich einen schönen Geschenkartikel. Auch der Nuckelkrug hat einen sehr schönen dekorativen Geschenkkarton. Einfach ein Schleifchen drum und ich habe ein tolles Geschenk. Oder auch zwei. Super. Und man kann ein Set draus basteln. Ich kann auch das Maiherzl-Halstuch dazu nehmen. Je nachdem, wie viel derjenige ausgeben möchte, kann ich halt immer mehr aufbauen. Wir haben dann auch Brotzeitbrettel. Und Brotzeitdosen. Ach, und alles passend. Also es passt alles zusammen. Mein erstes Brotzeitbrett. Jetzt gibt es es in der Farbe Blau und haben wir auch noch eine andere Farbe dazu? Ja, wir haben natürlich dann auch unten noch Pink für Prinzessinnen. Ach schön. Und es gibt ihn halt auch in Rot für Franken. Schweizer, Österreicher, Mädchen, wie auch immer. Ach, das wir ist haben ja auch toll. Für Österreicher das Amadeus-Krachal. Da hat das unser Paulchen ja eine Mozart-Perücke auf. Ach, das ist ja süß. Und dann hier also jedem das seine. Der ist auch da dabei. Ist der typische Bayer, das ist unser Bärenboy, unser Klassiker. Und wer es ein bisschen moderner mag, der nimmt so einen lässigen Rehkitzkrug. Ein Bambi, ach wie süß. Was für eine schöne Idee. Hier ist jetzt ein ganz unifarbener Nuckelkrug. Was hat es genau. denn mit dem auf sich? Also den kann ich natürlich individuell bedrucken. Ich habe hier eine individuelle Druckfläche. Aha. Und da können wir natürlich auch Kunden, also Firmenkunden, oder wir beliefern zum Beispiel auch den FC Bayern. Der hat da sein eigenes Bayern-Logo ja drauf. Toll. Oder wir haben Kunden, die wollen da ein kleines Häschen drauf haben. Ach, oder einfach nur Ohrzapft ist. Oder irgendwelche oder ein Firmenlogo. Also er ist individuell bedruckbar. Individuelles Geschenk. Gar kein Super. Problem. Sehr, sehr schön. Super, vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. Ich danke Ihnen.